Also, ich habe heute die Ehre, den zweiten Timotheusbrief abzuschließen. Und der zweite Timotheusbrief ist ja vermutlich das letzte Schriftstück, das Paulus geschrieben hat, zumindest das letzte, was uns überliefert worden ist. Das heißt, was wir heute oder die letzten Wochen betrachtet haben, waren seine letzten Worte, sein Herzensanliegen. Ja, statt nochmal irgendwie einen Rundumschlag über das ganze Evangelium zu liefern, wie im Römerbrief, schreibt Paulus das, was er als so wichtig erachtet, dass er nicht mehr auch kurz vor seinem Tod verschweigen kann. Und von all den letzten Worten, die wir die letzten Wochen gehört haben, kommen heute die allerletzten Worte. Und ich habe mich im Zuge meiner Predigtvorbereitung so ein bisschen von Jürgens Kuba-Predigt inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Ja. Er hatte so eine sehr eindrückliche grafische Darstellung des Textes, die habe ich auch teilweise übernommen. Und ich fand diesen Gedanken so cool, dass alle nach der Predigt sich in Zweier-, Dreier-, Vierergruppen zusammensammeln und darüber reden, was so ihre Anwendung aus dem Text ist. Ja, bei uns in der kleinen Gruppe haben wir sogar noch so ein bisschen Rechenschaft verübt am Abend. Wir haben gefragt, und hast du das gemacht, was du dir vorgenommen hast? Und das fand ich gut und das wollen wir heute wieder so machen. Und ich fand das sogar so gut, dass ich heute meine Predigt nicht nach dem Kuba-Prinzip gestalten werde, sondern dass ich K, U und B streichen werde und uns einfach nur das A-Prinzip anschauen wollen, die Anwendung. Klarheiten, Unklarheiten sind wichtig, aber wenn daraus nicht eine Anwendung folgt, dann kann der Text unser Leben nicht so verändern, wie er eigentlich möchte. Also zum Text. Ich bezeuge eindrücklich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber, sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Und dann kommt der zweite Teil des vierten Kapitels, den wir euch aber überspringen, weil es nur noch so die letzten Wünsche, persönliche Kommentare sind an Timotheus. Ja, komm schnell zu mir, ich möchte nicht alleine sterben, bring meinen Mantel mit und so weiter. Und über den werde ich heute relativ wenig predigen, weil es ja heute um die Anwendung geht. Und ich persönlich weiß nicht, welche Anwendung der Text für mich hat, wenn Paulus schreibt, wir sollen ihm seinen Mantel mitbringen. Und deswegen werden wir die allerletzten Worte von Paulus fast ignorieren und uns auf den ersten Teil konzentrieren. Und diesen ersten Satz habe ich kursiv geschrieben, weil das die Einleitung ist. Paulus schreibt, ich bezeuge eindrücklich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das, was jetzt kommt, ist Paulus wichtig. Es ist ihm so wichtig, dass er nicht nur seine letzten geschriebenen Worte seines Lebens dafür aufbringt, uns das mitzuteilen, sondern dass er sie sogar eindrücklich bezeugt. Paulus bezeugt in seinen ganzen Schriften nur dreimal Dinge eindrücklich. Das ist eine von ihnen. Was ist so wichtig? Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe. Weise zurecht. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Timotheus soll predigen. Und nicht nur ein bisschen. Er soll predigen, wenn es ihm passt, wenn die Zeiten gelegen sind, und er soll predigen, wenn es ihm nicht passt, wenn die Zeiten ungelegen sind. Warum? Ja, die Begründung kommt jetzt eingerückt. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden,
weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Timotheus muss predigen, weil eine Zeit nahe ist, in der die Leute gar kein Interesse mehr haben, eine wahre Predigt zu hören. Sie werden überführende, zurechtweisende, ermahnende Predigten nicht mehr ertragen. Ja, und das ist das, was Jürgen letzte Woche gesagt hat, dass die Bibel manchmal uncool ist. Ja, und auch Timotheus' Predigten waren uncool. Ja, sie waren ermahnend, zurechtweisend. Sie haben auf Sünde hingezeigt. Und die Leute wollten aber nur coole Dinge hören. Sie wollten Predigten hören, die sich gut anhören, die in den Ohren kitzeln. Ja, wo vielleicht Wahrheit nicht mehr als Zutat angegeben wird, sondern als Allergikerhinweis, kann Spuren von Wahrheit enthalten. Diese Leute wollten Predigten hören, von denen man zwar ein gutes Gefühl bekommt, aber nichts weiter. Nicht mehr Liebe und Hingabe zu Gott, kein tieferes Verständnis seiner Liebe und Hingabe zu uns. Nicht mehr Christusähnlichkeit und vor allen Dingen keine Anwendung. Und deswegen soll Timotheus nicht aufhören zu predigen, damit er durch diesen Haufen an falschen Lehrern, ja, die haben sich ihre Lehrer aufgehäuft, damit er durch diesen Haufen an falschen Lehrern hindurchkommt, um noch zu erreichen, wer noch zu erreichen ist. Zweite Aufforderung im Text. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Timotheus sollte nüchtern sein. Er sollte besonnen darüber nachdenken, was ja, er von Gott empfangen hat und was er tun soll und weitergeben soll. Ja, nicht nur so wie diese Ohrenkitzler-Prediger, die einfach irgendwas erzählen, was sich halt gut anhört. Sondern das, was dran ist, das, was Gottes Wille ist. Egal wie uncool es ist. Und deswegen auch die Aufforderung, Leid zu ertragen. Ja, denn wenn man sich gegen die falschen Prediger vielleicht in der eigenen Gemeinde stellt, ja, wenn sie vielleicht sogar in der Mehrheit sind, dann wird es Leid geben. Ich habe einen Freund, der wurde vor kurzem erst aus der Ältestenschaft rausgewählt, weil er der Großteil der Gemeinde zur Bibel treu war. Und auch wenn wir die Wahrheit predigen, müssen wir erwarten, dass uns Ausgrenzung, Widerstand, Anfeindung, ja, und je nachdem, in welche Gemeinde wir gehen, unserer Gott sei Dank nicht, aber vielleicht gibt es dann auch so einen richtigen Gemeindeaufstand. Und dann fasst Paulus all diese Aufforderungen zusammen. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Warum? Begründung kommt wieder eingerückt. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Und jetzt kommt etwas, was ich auch als vorletzte Worte über mein Leben sagen möchte. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Timotheus soll predigen, weil Paulus das bald nicht mehr kann. Paulus weiß, nur noch eine kurze Zeit und ich werde hingerichtet werden. Und meinen Dienst muss jemand anderes übernehmen. Und in diesem Kontext, ja, dass Paulus seinen eigenen Tod als Trankopfer bezeichnet, finde ich es umso spannender, dass er in Vers 18, das ist aus dem Teil, den ich vorher nicht vorgelesen habe, sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Paulus guckt auf seinen kommenden Tod und hat eine Gewissheit, dass der Herr ihn retten wird, aus jedem bösen Werk. Er betrachtet seinen eigenen Tod nicht als böses Werk, was andere Menschen ihm antun, sondern er betrachtet seinen eigenen Tod als Gott wohlgefälliges Opfer, um ihm die Ehre zu geben. Und diese Einstellung auf mein eigenes Leben inspiriert mich. Aktuell halte ich es für unwahrscheinlich, dass ich eines Tages mein Leben geben muss, mein irdisches Leben für den Herrn und aus meinem Leben ein Trankopfer mache, in dem Sinne, wie Paulus es macht. Aber ich kann doch im Kleinen jeden Tag mein Kreuz auf mich nehmen, jeden Tag mein Fleisch töten und zum Beispiel nicht noch eine Folge meiner Serie gucken, sondern stattdessen auf die Knie gehen und für meine Geschwister Fürbitte leisten.
Jede Sekunde meines Lebens kann, wenn ich sie nicht nach meinem Fleisch lebe, sondern nach Gottes Willen, ein wohlgefälliges Trankopfer sein, was ich für meinen Herrn sprenge. Was ist die Anwendung aus diesem heutigen Text? Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Predige das Wort zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Warum? 4 Gründe, davon 2 aus dem Text. Erstens, weil unsere jetzige Zeit voller falscher Lehre ist. Und ich glaube, zu diesem Punkt muss ich gar nicht so viel sagen. Ja? Wir alle wissen, was so in der Welt kursiert. Ja, und wir alle kennen auch vielleicht die eine oder andere Gemeinde, ja, so wie in der Gemeinde von meinem Freund, wo die bibeltreue Lehre entfernt wird und gegen liberale Ohrenkitzelei ersetzt wird. Aber das ist gar nicht der Punkt. Wenn du die Gelegenheit hast, in so einer Gemeinde, die einen Aspekt des Evangeliums verloren hat, zu predigen, ja, dann tu das, dann könnte das eure Anwendung sein. Aber ich schätze, die meisten von uns gehen nicht regelmäßig in solche Gemeinden, weil wir ja meistens irgendwie hier hingehen. Was ist dann unsere Anwendung? Predige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Denn es gibt nicht nur Gemeinden, die voller Unwahrheit sind, sondern unsere ganze Welt ist voller unwahrer Lehre. Noch nie war unser christliches Abendland als Gesellschaft so weit vom christlichen Glauben, von der christlichen Wahrheit entfernt wie heute. Ja, du musst an dich selbst glauben. Entdecke dich selbst, verwirkliche dich selbst. Ruhm, Geld, Erfolg, das macht glücklich. Oder wir können diese Welt retten, indem wir genügend die Umwelt schützen. Umweltschutz ist nicht schlecht, aber wir werden diese Welt nicht retten können, weil nur Jesus sie retten kann. Und deswegen predige das Wort. Tu den Dienst eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Unsere Welt ist voll mit unwahrer Lehre. Und übrigens, ich predige heute nicht zu euch als der große Evangelist, ja, von dem ihr euch eine Scheibe abschneiden könnt. Ich bin nicht Paulus. Wisst ihr, was ich echt gerne mache? Hier vorne auf der Bühne stehen und Christen von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, was ich echt ungerne mache? Auf meine Arbeit sein und nicht Christen von Jesus zu erzählen. Ich bete seit Jahren dafür, dass mir Gott die Gabe der Evangelisation schenkt. Aber bis jetzt hat er dieses Gebet noch nicht so erhört, wie ich gerne hätte. Ja, ich wäre gerne so wie meine Mutter oder so wie Dietmar. Ja? Die erzählen jedem, dem sie begegnen, von Jesus. Ja? Egal, welcher Handwerker bei uns reinkommt, meine Mutter erzählt ihm, wenn er höflich genug ist, zuzuhören, ja, die 4 geistlichen Gesetze und wie man eine persönliche Beziehung zu Jesus führt. So wäre ich auch gerne, aber ich traue es mich nicht. Und der Punkt ist, ich habe lange dafür gebetet. Und in der letzten Zeit habe ich tatsächlich bemerkt, dass Jesus mein Herz verändert hat. Ich hätte heute oder demnächst auch über Evangelisation gepredigt, wenn es gar nicht der Text vorgegeben hätte. Einfach, weil mir Gott dieses Thema aufs Herz gelegt hat. Ja, und wie es der Zufall so will, gibt das der Text heute vor. Ja? Tue das Werk eines Evangelisten, predige das Wort. Gott hat angefangen, mein Herz zu verändern. Ey, und wenn ihr wüsstet, was bei mir in der letzten Woche los war, würdet ihr dankbar sein, dass ihr denn nicht ich seid. Ja? Ich laufe dann da irgendwie von der Arbeit zu meinem Auto und da geht so ein Typ, der hier Unterschriften sammelt für Deutsche Wohnen enteignen. Und Jesus oder der Heilige Geist gibt mir diesen Gedanken, biete ihm doch an, deine Unterschrift ihm zu geben, ist sowieso nicht gültig, weil du in Brandenburg gemeldet hast, und frag ihn, ob du ihm dafür von Jesus erzählen kannst, 2 Minuten. Oder ich stand neulich an der Ampel um mir herum, andere Leute auch, und der Heilige Geist sagt mir, Philipp, was würde eigentlich passieren, wenn du jetzt, wo die Ampel rot ist, anfangen würdest zu predigen? Dich einfach hinstellen würdest, sagen, Leute, ich habe euch was Wichtiges zu erzählen und dann das Evangelium rausführen würdest. Gott hat mir sogar einen Einstieg für die Predigt geschenkt, dass ich wusste, okay, wenn ich anfange zu predigen, wird mehr kommen.
Aber wie ich halt bin, ja, bin ich schnell vorbeigelaufen, war froh, dass die Ampel grün war, bin schnell in meine U-Bahn eingestiegen und habe nicht gepredigt. Ich bin noch kein Evangelist, der groß als Vorbild taugt. Aber ich bin ein Lernender, der seine Gabe nutzt, um zu predigen. Ja, und jetzt ist gerade so eine gelegene Zeit, Sonntagmorgen, wo man halt predigt und nicht irgendwie Dienstag nach der Arbeit. Der seine Gabe nutzt, um zu überführen, um zu ermahnen, zurechtzuweisen, jeden von uns, allen voran mich selbst, auch ein bisschen mehr zur ungelegenen Zeit zu predigen. Sei es ja, den Nachbarn von Jesus erzählen, den Kollegen, diesem Unterschriftensammler, wem auch immer. Gott hat mir angefangen, das Herz eines Evangelisten zu schenken. Jetzt muss er mir nur noch die Eier eines Evangelisten schenken, dass ich es schaffe, meine Menschenfurcht zu überwinden. Aber dazu später. Warum sollen wir predigen? Ja, weil genau dieser Nachbar, genau dieser Kollege oder genau dieser Unterschriftensammler einen Bullshit über das Leben glauben. Tut mir leid für meine unfromme Wortwahl, aber es ist so. Die Menschen glauben doch, was weiß ich was, ja, damit sie ein besseres Leben haben können. Aber ihr Glaube rettet sie nicht. Ihr Glaube macht ihr Leben noch nicht mal besser. Sie glauben nicht der Wahrheit, sondern irgendeinem teuflischen Hirngespinst, das darauf abzielt, sie möglichst weit weg von Gott fernzuhalten. Aber wir haben die Wahrheit. Wir haben das Evangelium, das rettet. Und deswegen sollen wir predigen. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Warum sollen wir evangelisieren? Weil Paulus' Dienst vorbei ist. Paulus kann nicht mehr evangelisieren. Er wird bald sterben und genau deswegen muss Timotheus übernehmen. Und ganz ehrlich, in unserer Gemeinde sieht es auch nicht groß anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber früher waren wir mal die schnellst wachsende Brüdergemeinde Deutschlands. Wir hatten jedes Jahr ein oder zwei Alpha-Kurse und es war vollkommen normal, dass sich 5 bis 10 Menschen pro Jahr bekehren und sich taufen lassen. Ja, und selbst das Sola, ein Evangelisationsgarant, das jedes Jahr irgendwelche Kinder oder Jugendlichen und manchmal auch ihre Eltern in unsere Gemeinde gebracht hat, ist letztes Jahr ausgefallen. Dieses Jahr findet es im kleineren Rahmen statt. Karl Plenz, der früher durch Schwante gelaufen ist und Traktate verteilt hat, ist beim Herrn. Bernhard, der über Jahre lang in der Jungschar Kindern von Jesus erzählt hat, ist auch beim Herrn. Die haben keine Jungschar mehr. Die Familien, die früher den Alpha-Kurs über Jahre gemacht haben, ja, sind entweder so gut wie weggezogen oder haben andere Aufgaben innerhalb oder außerhalb der Gemeinde übernommen. Unsere Paulusse sind auch weg. Und deswegen müssen wir Timotheusse, ja, und damit meine ich vor allen Dingen wir jüngeren Menschen, die vielleicht auch gerade Familie gegründet haben, die kleine Kinder haben, so wie die Familien damals, die vor 20 Jahren den Alpha-Kurs gegründet haben. Deswegen müssen wir das Evangelisationswerk in der Gemeinde übernehmen. Und ja, vielleicht ist der Alpha-Kurs gar nicht mehr so zeitgemäß. Aber dann müssen wir uns neu überlegen, wie wir dieser verlorenen Welt die Wahrheit bringen können. Und wenn wir jetzt argumentieren mit, ja, aber wir machen doch schon so viel. Ich habe doch gar keine Kapazität für noch irgendeinen Evangelisationsdienst. Dann kann das einfach sein, dass wir uns die Kapazitäten schaffen müssen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Gemeindeleben oft so geistliche Inzest ist. Ja, wir drehen uns nur um uns selbst, ja, gehen von einer Bibelwoche zum Hauskreis, zum Seelsorgenseminar nach dem anderen. Und das sind alles sehr gute Dinge. Aber wenn sie nicht dazu zielen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, Jünger zu machen, dann sind sie gut, aber dann fehlt etwas. Ich war ja als Student bei Campus für Christus und die machen ja sehr viele Evangelisationseinsätze. Und da ist das so, wenn sich irgendeiner bekehrt hat bei einem Evangelisationseinsatz, ist er in der nächsten Woche gleich auch dabei. Er hat noch keine Ahnung von der Bibel oder von sonst was, aber er erzählt anderen Leuten von Jesus. Ich habe nie mitgemacht, ja, weil ich Menschenfurcht habe. Aber eigentlich sollte es so sein, dass es normal ist, dass wir anderen von Jesus zu erzählen.
Wir machen jedes Jahr eine Gemeindebibelwoche. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal eine Gemeinde-Evangelisationswoche gemacht haben. Warum? Weil auch ich es viel geiler finde, noch mehr Bibelwissen in mich reinzustopfen, als meine Komfortzone verlassen und irgendwelche Leute auf der Straße anzuquatschen und ihnen von Jesus zu erzählen. Dritter Grund, steht nicht im Timotheusbrief, kommt aber auch von Paulus. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Warum überreden wir Menschen? Warum erzählen wir ihnen von Jesus? Weil wir wissen, wie es nach dem Tod weitergeht. Weil wir wissen, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen müssen wir anderen von Jesus erzählen. In Oberhavel landen jeden Tag 3 bis 6 Menschen in einer Ewigkeit ohne Gott. Und was tun wir dagegen? Wie sehr muss ich eine Person hassen, um mir nicht von Jesus zu erzählen? Beziehungsweise, ja, wir sollen ja in Langmut und Leere predigen. Ich mache es mal ein bisschen langmütiger. Wieso fürchte ich meine Mitmenschen mehr, als ich sie liebe, dass ich ihnen nicht von Jesus erzähle? Vierter Grund. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Auf Paulus liegt ein Zwang. Er kann gar nicht anders, als zu evangelisieren. Und deswegen kann er auch nicht damit angeben, ja, wie toll er evangelisiert, weil er einfach nur das macht, wozu ihn sein Geist zwingt. Das wäre ungefähr so. Oh yeah, hast du es schon mitbekommen? Ich habe den ganzen Tag schon geatmet. Und heute Morgen war ich auf Klo. Und seitdem ich aufgewacht bin, hat mein Körper schon 500 Millionen rote Blutkörperchen produziert. Ich bin schon ein ganz schön geiler Hecht, ne? Und ihr merkt es, ja? Es ergibt gar keinen Sinn. Ich kann nicht angeben, ja, wie toll mein Körper ist, weil er gar nicht anders kann, als rote Blutkörperchen zu produzieren und Luft und zu atmen. Und genauso kann ein Christ auch nicht anders als zu evangelisieren, außer er ist so wie ich und unterdrückt regelmäßig das Reden des Heiligen Geistes. Jetzt wissen wir, warum wir evangelisieren sollen. Die Fragen, die noch übrig bleiben, sind das Wann, Wie und Wo. Zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit sollen wir predigen. Wann sind die gelegenen Zeiten? Ich habe während meiner Masterarbeit in so einem Büro mit vielleicht 10 anderen Studenten gearbeitet und einmal, ja, waren ich und meine alevitische Kollegin ganz alleine, was selten passiert ist. Und wir waren auch in den nächsten 2 Stunden komplett alleine. Und aus irgendwelchem Grund, ich habe keine Ahnung, warum sie dazu gefragt hat, wie sie dazu gekommen ist, hat meine alevitische Kollegin gefragt: Philipp, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Katholiken und Baptisten? Und im darauffolgenden 2-stündigen Gespräch über Kirchengeschichte konnte ich ihr 3-mal das Evangelium erklären und ihr klipp und klar verdeutlichen, dass Religion uns nicht retten kann, sondern nur Jesus Christus. Das war eine gelegene Zeit. Ja, es gab keine Störer, sie kam auf mich zu und ich musste nur das machen, was ich sowieso gut kann, predigen. Und ungelegene Zeiten, ja, sind all die Male, wo ich an irgendwelchen Unterschriftensammlern vorbeigehe, wo mir meine Nachbarin erzählt von ihrem kranken Vater und ich einen Impuls habe, sie zu fragen, ob ich für sie beten kann. All die Male, wo ich nicht gepredigt habe. Doch auch in diesen ungelegenen, uns unangenehmen Situationen gilt, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, predige das Wort. Und wisst ihr, wer mir ein Riesenvorbild ist im ungelegene Zeiten predigen? Die Zeugen Jehovas. Gut, die haben auch eine ganz andere Motivation, ja, die haben vielleicht nicht so einen inneren heiligen Zwang, ja, wie ein Paulus hatte, sondern eher so einen äußeren, aber sie tun es trotzdem. Sie gehen von Tür zu Tür, ja, und erzählen Leuten von Jesus. Sie stehen stundenlang in der Fußgängerzone und sind bereit für Gespräche. Viele Zeugen Jehovas arbeiten sogar Teilzeit, damit sie mehr evangelisieren können. Und wisst ihr, warum es so viele Zeugen gibt? Weil wir Christen nicht genug evangelisieren.
Stellt euch vor, in jeder Straße, wo Zeugen Jehovas unterwegs waren, wären vorher schon Christen gewesen. Dann hätten wir doch schon alles abgeerntet, was es zu holen gibt. Weil wir doch die wahre, unverfälschte Version des Evangeliums verkündigen. Und nicht eine Jesus nicht die Ehre gebende Version. Wie sollen wir predigen? Ja, so wie die Leute, die frisch bekehrt sind und nächste Woche direkt bei einem Einsatz dabei sind und anderen Leuten von Jesus erzählen. Wir müssen nicht Theologie studiert haben. Wir müssen keine Apologetik-Profis sein, um von Jesus zu erzählen. Wir sind nicht Gottes Anwalt. Gott braucht keinen Anwalt. Wir sind Gottes Zeugen. So wie der Blinde aus Johannes 9. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, lest sie mal durch. Mit diesem Blick, wie er von Jesus erzählt. Der wird dann nachher von den Pharisäern verhört. Und er hat keine Angst zu sagen, ich weiß es nicht. Johannes 9, Vers 24. Sie riefen ihn nun zum zweiten Mal, den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Du brauchst keine Angst zu haben vor Fragen, die du nicht beantworten kannst. Und wenn du mal provokant gefragt wirst, wie kann ein liebender und allmächtiger Gott Leid zulassen? Und du hast keine Antwort? Dann sag doch einfach, ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, dass ich blind war und jetzt sehe. Oder was auch immer Jesus in deinem Leben getan hat. Das ist vielleicht die mich selbst überforderndste Predigt, die ich je gehalten habe. Weil ich weiß, was in meiner letzten Woche passiert ist. Und ich erahne, wohin Gott in meiner nächsten Woche mit mir hin möchte. Und gleich wird sie noch ein bisschen überfordernder. Aber zwischenzeitlich noch eine kurze Ermutigung zum Verschnaufen. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal überfordert. Vielleicht kennst du so Momente wie ich, ja, wo man einfach an der Gelegenheit vorbeiläuft. Wo man zwar was sagt, aber die Kraft des Evangeliums in die Kraft eines Kleintierzüchtervereins verwandelt. Ja, einfach nur noch ein Hobby, das man halt so haben kann für Leute, die Sonntagmorgen nicht ausschlafen können, weil sie kleine Kinder haben. Dann habe ich eine Ermutigung für dich. Gott kann dir nicht nur das Herzen eines Evangelisten schenken, sondern jedes andere Körperteil, das du dazu brauchst. Wusstet ihr, dass im ganzen Neuen Testament kein einziges Mal dafür gebetet wird, dass andere Menschen zu Jesus finden? Ich weiß nicht, ob diese Aussage stimmt. Ja, ich habe sie aus einer anderen Predigt ungeprüft übernommen. Falls ihr mich widerlegen könnt, ja, könnt ihr den Satz eigenhändig aus dem Predigtskript streichen. Aber im Neuen Testament wird nie gebetet dafür, dass andere Menschen zu Jesus finden. Wisst ihr, wofür gebetet wird? Ist Folgendes. Apostelgeschichte 4. Situation, ja, die Apostel predigen, erfahren Widerstand und das ist das Gebet der Gemeinde. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Alles, was in ihnen ist. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heiligung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir müssen nicht dafür beten, dass andere Menschen zu Jesus finden. Das haben wir nicht in der Hand. Das ist ihre Entscheidung und Gott gibt sie ihnen nicht ab. Aber wir müssen dafür beten, dass wir mit Freimütigkeit von ihm erzählen können und dass er uns die Vollmacht gibt, Zeichen und Wunder zu tun. Die beweisen, dass das, was wir erzählen, wahr ist. Ich kenne jemanden, der war auch mal bei so einem Straßeneinsatz, wo sie Leute gefragt haben, ob sie Schmerzen haben und dann, ob sie für sie beten dürfen. Und da gab es tatsächlich jemanden, der hatte Kopfschmerzen. Und sie haben für ihn gebetet und seine Kopfschmerzen waren plötzlich weg. Und ohne ein Wort des Evangeliums oder des, ja, das und das und das sind Sünde, fängt diese Person
an, seine Sünden zu bekennen, dass er unverheiratet mit seiner Freundin zusammenlebt. Welcher Nichtgläubige kommt denn darauf, dass es eine Sünde ist? Dieser Mensch hat das Wirken des Heiligen Geistes gespürt und in einem Rutsch hat ihn der Heilige Geist in der Sünde überführt. Wir dürfen mutig glauben, dass Gott uns mutig macht. Und wir dürfen mutig glauben, dass Gott uns benutzen möchte, um Zeichen und Wunder zu tun. Jesus hat die gleichen letzten Worte wie Paulus, zumindest inhaltlich. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage. Und wisst ihr, was zwischen diesen beiden Sätzen steht? Geht nun hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Jesus ist bei uns mit aller seiner Macht, damit wir andere Menschen zu Jüngern machen können. Letztendlich könnte man den Titel dieser Predigt auch nennen, nicht tu das Werk eines Evangelisten, sondern lass den Evangelisten Jesus aus dir raus. Wo sollen wir predigen? Jesu letzte Worte überliefert Lukas etwas anders. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Wo sollten die Apostel anfangen zu evangelisieren? Da, wo sie waren, in Jerusalem. Und es steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus Folgendes gesagt hat. Johannes, du warst bei mir am Kreuz, als ich gestorben bin. Kannst du dich an diesen Hauptmann erinnern, der nach meinem Tod gesagt hat, dieser muss ein Sohn der Götter sein? Geh zu ihm hin und erzähle, dass er nicht nur irgendein Göttersohn gestorben ist, sondern der lebendige Gott für ihn. Philippus, suche Barnabas und erzähle ihm, dass ich nicht nur mein Leben gegeben habe, dass er jetzt noch ein paar Jahre auf dieser Erde leben kann, sondern dass ich mein Leben gegeben habe, damit er eine Ewigkeit mit mir vollbringen kann. Petrus, weißt du noch, wie diese Magd aussah, vor der du mich verleugnet hast? Suche sie auf und erzähle ihr, dass du mich kennst und dass ich sie kenne und ich sie liebe. Das sind die Menschen, denen wir von Jesus erzählen sollen. Denen, die um uns herum sind. Denen, die wir vielleicht 10 Jahre lang noch nichts von Jesus erzählt haben. Denen, die unsere Schwächen und Fehler kennen. Und wir werden jetzt im Anschluss an diese Predigt auch so eine Anwendungszeit haben, wo wir uns in kleinen Gruppen versammeln können und uns überlegen können, welche Anwendung diese Predigt heute für uns hat. Aber zuvor möchte ich noch meinen Namensvetter Philipp auf die Bühne bitten, der uns eine Anwendung erzählen wird, die auch in den letzten Wochen im Zuge dieser Predigtvorbereitung entstanden ist. Genau. Amen.